So, und da sind wir wieder bei The Forest im neuen Update. Und ihr seht schon direkt, das HUD ist ein bisschen anders. Ich find's jetzt nicht so schön. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich weiß nicht. Ist schön, dass die Schrift halt ein bisschen größer ist, alles groß geschrieben wurde und so, aber muss jetzt nicht sein. Und das rechts, das sieht halt einfach aus, als wenn es schlechter war als vorher. Ich finde es gut, dass das jetzt so komisch blinkt die ganze Zeit, wenn du es brauchst. Also wenn du jetzt hier was zu trinken brauchst. Zeigt dir dann nochmal ganz gut, ey, das brauchst du ganz dringend. Rot ist ja auch eine Warnfarbe dann. Besser als nur einfach so ein, ja, Kreuz drüber. Was ich nicht so schön finde, ist, im Buch haben die was verändert. Guckt euch das mal an. Ist zwar toll, dass da überall die Prozentzahl steht und so alles, aber ich kann links zum Beispiel gar nichts mehr sehen, weil das alles da drüber hängt. Und das mit dem Körper da fand ich schöner. Die erste Seite sieht auch anders aus hier. Das ist wesentlich besser, also da kann man echt nichts sagen. Das sieht einfach besser aus. Ja. Das hier haben sie nicht verändert. Das hier jedenfalls schon. Also das ist größtenteils irgendwas, was hier am visuellen was ändert. Aber wir haben da natürlich auch noch eine andere Möglichkeit jetzt. Wir haben leider nur gerade das, was wir dafür benötigen, nicht dabei, so wie es scheint. Ich sehe es jedenfalls gerade nicht. Jetzt sehe ich es auf jeden Fall. What? Okay. Das ist mir irgendwie ein bisschen komisch, das Spiel gerade. So, hoffentlich kommt die Schildkröte hier rüber. Weil ich brauche die Schildkröte. Weil man mir den Panzer von dem Viech weggenommen hat. Diesmal hat's geklappt. So. So, den hatte ich nicht mehr, weil ich den hinten benutzt habe. Jetzt kann man damit, wie funktioniert das? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber irgendwie soll man mit einem Schildkrötenpanzer jetzt irgendwo runterrutschen können. Im Schnee haben die gesagt, klappt das ganz gut, aber wenn die schon sagen, das klappt wohl ganz gut im Schnee, dann kann es halt auch heißen, ja, du kannst es vermutlich auch woanders machen. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, ich kann jetzt nochmal runterrutschen irgendwo, wenn ich hier einen Steilhang finde. Aber scheinbar nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, mit welchem Knopf ich das machen sollen, könnte, tun. Laufen sie schon wieder. Was ich ganz toll fand, das hier sieht auch schöner aus. Vor allem hier, dass das links alles steht. Was ich ganz toll fand, ist, die haben jetzt aufgebessert, dass hier geladen wird. Heißt also, das dauert nicht mehr so lange zum Laden. Ich will den Stockzaun.
Weil das war hier ja scheinbar so. Das hat gerade bei Spielständen wie meinem richtig lang geladen hat. Was man auch verstehen kann. So. War das so? Haben wir hier eine schöne Veranda? Ja, das ist auch groß genug für den, also da passt er wohl rein. Dann machen wir hier die Tür hin. Da brauchen wir nicht unbedingt ein Fenster, aber hier können wir vielleicht eins hinmachen. Die Entwickler haben auf jeden Fall gesagt, dass die das HUD umgeändert haben, weil einige das doch nicht so leicht verstanden haben oder so. Oder weil es so halt leichter zu verstehen wäre. Klar, kannst du sagen. Ich find's halt nur einfach nicht so schön. Es sieht halt einfach... Ja, wie soll man sagen? Nicht so clean aus, weißt du? Nicht so smooth. Die meiner Meinung nach besser vorher gehabt. Dass die ganze Schrift jetzt viel besser ist, kann man schon sagen. Die passt auch zum neuen Forest-Theme, also ja. Weil das wurde ja mit der Zeit immer mehr so zu so einer Schrift. Deswegen passt das auch. Irgendwas haben die mit der Maus geändert, ich weiß nicht was. Da stand irgendwas mit der Maus, dass man da jetzt auch mehr verändern kann mit der Maus. Können wir nachher auch mal in Optionen nachgucken, was da ist. Ich finde es richtig schade, dass ich heute nur drei Aufnahmen machen kann. Denn ich würde schon gern weiterspielen. Aber da kannst du nichts machen. So, eigentlich sollte ich hier auch zuerst das ganze Stickzeugs hinbringen. Hier kommt dann wieder so ein Überdach drüber. Damit du dich dann da unterstellen kannst. Weil so ein Fischer will natürlich so ein Haus haben, das dem halt auch genügend Sonnenschutz bietet. Selbst hier sind Waschbären, ey. Verstehe nicht, wie einige gewisse Leute da Schwierigkeiten mit haben können, solche zu finden. Kann ich von hier unten schon was hoch tun? Höchstwahrscheinlich, ne? So. Ja, mit dem Schnittprogramm, da habe ich jetzt schon relativ viel Spaß mit. Da mache ich im Moment richtig viele Videos nacheinander, also... Ich muss zwar immer noch die ganzen Videos durch hier
Windows Movie Maker vorher gehen lassen, damit die ein anderes Format haben. Ich könnte alternativ auch mit einem anderen Aufnahmeprogramm aufnehmen, aber da habe ich echt keinen Bock drauf. Aber das funktioniert schon ganz gut. Man kann jetzt irgendwie auch Logs hier mit den Seilrutschen benutzen. Ich weiß nicht genau wie, das werden wir auch noch austesten. Man kann jetzt auch hier Pilze mitnehmen mit dem Bärendingens und die dann auch einpflanzen. Und da wir hier ja gute Pilze haben dort vorne direkt, können wir die ja mitnehmen. Jetzt hatte ich da schon wieder dieses, dass du da so einen halben Schluck auf hast, aber irgendwie auch keinen und dann stößt du so komisch auf. Stehe ich auch nie. So, ich will da draußen nicht rumlaufen. Obwohl, es wäre allerdings sehr viel schlauer, das zu tun. Denn wir haben einen Eingang in unser Lager von draußen. Demnach können wir das eigentlich machen. Ach, den Schrei habe ich aber auch schon lange nicht mehr gehört. Falls ich den überhaupt schon mal gehört habe. Kam mir bekannt vor, da ist auf jeden Fall einer in die Falle reingelaufen. Ich denke, das wird der Fischer hier öfters hören, das Geräusch von jemandem, der in eine Falle reinläuft. Also Steine kann man jetzt scheinbar wegschieben. Oder man konnte es vorher auch, ich weiß es nicht, aber jedenfalls macht das Geräusche. Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, Steine vorher weggeschoben zu haben, also das ist neu. Kann ich sagen. Oder habe ich Steine schon mal weggeschoben? Weißt du, das ist jetzt wirklich sowas. Habe ich das je gemacht? Oder nicht? Irgendwo ist da so eine Erinnerung, dass ich das gemacht hätte, aber irgendwo auch nicht. So, jetzt gleich könnt ihr das vergessen mit da hochkommen. Ich muss wohl die Sprache demnächst nochmal ändern. Nur damit ich halt nochmal sehen kann, was da steht. Das müssten die echt mal aufbessern mit der Schrift, dass die da halt auch wirklich steht und nicht einfach nur draufgeklebt ist. Inwiefern funktioniert das jetzt mit Logs darüber schicken? Soll ich die dann einfach da dran tun oder wie? Oder halte ich die dann trotzdem in der Hand? Könnten wir mal zum anderen Lager gehen. Da dann kurz Logs mitnehmen. Weil wir haben da ja ein Loglager. Würde schon gehen. Ich frage mich ja, wann die Entwickler mal wieder die Mutanten so richtig reinpacken. Dass da wieder viele kommen, weil das wurde ja relativ runtergesetzt. So, irgendwas wurde auch an der Wasseraufnehmen-Animation ein bisschen geändert.
Nehmen einfach das Log hier vorne. Den Log. Weil es der Baumstamm ist. Hatte ich auch letztens. Da hat einer irgendwie richtig komisch geschrieben und da habe ich mir so gedacht, nee, das kann doch gar nicht sein. Das muss so und so heißen. Ist genauso wie mit dem Sinkhole. Ist nicht die Sinkhole. Weil es ja keine... Also, das finde ich immer richtig dämlich. Ja, kann man hier dran tun. Aber das geht direkt runter. Weil das hier gegenknallt. Und machen wir das hier mal runter. Das ist praktisch. So könnten wir auf jeden Fall viel transportieren. Und zwar richtig schnell. Ja, jedenfalls ist es nicht... die Sinkhole, sondern das Sinkhole. Weil das Loch. Einige Leute sagen halt einfach, das ist die Sinkhole, weil... Keine Ahnung, warum sagen die das? Wahrscheinlich, weil die denken, das heißt Höhle. Der Pimmet Kev hat das immer gesagt. Und ich weiß ja, dass es viele Leute gibt, die im Englischen nicht so toll sind. Aber wenn du englische Begriffe nimmst, dann nimmst du eigentlich auch immer, wie nennt man dieses Wort? Jedenfalls das, was du da vorstellst, ist eigentlich immer das, was du vor das deutsche Wort stellen würdest. Heißt eine Höhle, wäre natürlich die Höhle. Dann müsstest du nämlich auf Englisch, das wäre nämlich Cave, die Cave. Nicht das Cave, nicht der Cave. Es sei denn, es ist der Cave Johnson. Dann geht schon. Ja, ich verstehe nicht, warum so viele Deutsche damit Schwierigkeiten haben. Ich finde das voll einfach. Bin auch oft so einer, der dann andere darauf hinweist, dass die da einen Fehler gemacht haben. Und ich verstehe da nicht immer diese Leute, die dann komplett ausrasten, wenn man die darauf hinweist. Da sollen sie doch mal froh sein, dass es überhaupt jemand tut. Ist besser, als wenn da einer ankommt und dann dich einfach dafür bespuckt oder so. Weil dir keiner hilft und nett zu dir ist, weißt du? Und dann kommt einer an und der ist richtig nett zu dir, hilft dir dabei und was machst du? Ja, spuck den erstmal an. Weil er dir geholfen hat, weil dir das voll gegen dein Ego geht, ne? Und ich weiß, ich hab das auch. Ich versuche es ja wegzukriegen. Ich habe das besonders bei Sachen, wo ich mich eigentlich schon auskenne. Gut, ich mache jetzt hier nicht so viele Fehler. Manchmal kommt es doch schon mal vor. Dann schreibt da jemand was und dann versuche ich das dann trotzdem noch umzudrehen, dass ich trotzdem recht hätte irgendwo. Weil es mir dann auch irgendwo gegen das Ego geht. Das ist gerade... Also, ich glaube, das ist generell so ein... Ich weiß nicht, ist das ein männliches Problem? Ich habe damit öfter mal so ein Problem. Nee, ich denke auch, das haben Frauen. Ich war noch nie einer, also ich weiß das nicht. Kann es mir aber vorstellen. Da laufen richtig viele gerade in der Falle rein. Da ist einer mit Feuer. Kann gut sein, dass der da jetzt durchgekommen ist, weil ich nicht da war, um das zu laden. Doch, der ist noch da. Läuft mit Sicherheit auch gleich in der Falle. Was ich auf jeden Fall vorher hätte machen sollen, ist dieses Loch. Dass wir da eine Treppe runtersetzen können.
Was ich gleich denken werde, was ein großes Problem sein wird, ist, wie mache ich das? Dass ich da wieder rauskomme. Wenn ich das Loch gebaut habe. Weil ich muss dann da zwangsweise runter, um die Treppe zu setzen. Ich hoffe, ich kann das einfach machen. Und dann komme ich da auch noch dran. Sonst wäre das nämlich ein bisschen blöd. Aber ich finde es echt gut, dass wir hier so eine große Stelle haben, dass wir hier die ganze Zeit Holz holen können. Ist da gerade einer runtergefallen? Nein. Sah so aus. Ich wollte eigentlich auch mal wieder gerne mit anderen Leuten spielen. Da müsste ich aber noch drankommen. So, machen wir hier nochmal eben einen hin, damit wir das austesten können. Ne, da kommen wir nicht dran. Das klappt nicht. Wir können damit nicht mehr dadurch. Da vorne sind Leute. Und Kopfi. Den gibt's immer noch. Wie mache ich das jetzt? Naja, ich beende erstmal die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.